Ich will wenigstens, dass ich die Verbrecher nicht mehr gegen mich habe. Das wäre schon mal echt ein Vorteil. Ich bin wahrscheinlich eh erschöpft, bevor der Tag rum ist. Ansonsten muss ich es abbrechen. Macht nichts, ich muss eh. Ja, besonders stark. Aber es geht wenigstens mit dem Geld aufwärts gerade. Unsere Werte sind jetzt wieder im Keller. Auf 5 könnte ich sie halten, aber ehrlich gesagt ist mir das zu wenig. Ich hätte schon gern Werte von 6. Ich hatte auch schon Werte von 7, glaube ich. Es wird aber immer schwerer, die Werte hochzuhalten. Vor allem, weil wir jetzt auch schon wieder schlechtes Training machen. Ich bin so traurig, weil mich keiner leiden kann. Es müsste noch was anderes geben, den Spaß hochzukriegen. Ich könnte vielleicht morgen mal versuchen, diese bescheuerten Blumen zu suchen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die schon überall gefunden habe. Wo habe ich ihn jetzt schon überall geschaut? Da kann es nicht sein. Ich glaube, da habe ich sie schon gefunden. Hier hatte ich eine, hier hatte ich eine. Manchmal findet man hier Stellenanzeigen. Wartet mal. Ach, was soll's. Supermarkt wäre mir aufgefallen. Ich habe keine Ahnung. War ich nochmal beim Mick? Ach, das muss ich irgendwann anders mal machen. Ich weiß, ich habe Werte von 5, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. So, einmal noch, dann bin ich auf jeden Fall ein Ziel für jeden Verbrecher da draußen. Ja, ich sehe immer besonders stark aus. Mein Hassfreund. Silber, komm mal her. Ui. Ich hau deutlich besser zu, finde ich. Ich glaube, mir hat wirklich bloß die Stärke... Oh, ich habe umgehauen. Das war der Halsabschneider gerade, habt ihr das gemerkt? Wenn ich ihn richtig treffe und die Ausdauer geht so runter. Ui! Alter! Ich hau den gerade zusammen. Alter, ich hab den richtig zusammengeschlagen. Adrian? Aber wenn du die Blumen finden könntest, wäre toll. Okay, ich suche die scheiß Blumen jetzt. Ich gehe jetzt mal alles ab. Ich weiß nicht mehr, wo ich schon über welche hatte. Ach nee, ich glaube, hier hatte ich wirklich schon eine. Big Bobo lasse ich lieber erstmal. Nee, das wäre mir aufgefallen. Gehen wir mal zu Mick. Mick hat noch Müll hier. Halt, Moment, Moment. Aha! Eine noch! Oh, die sind echt gut versteckt. Ich bin schlecht in Wimmelbildern. Bar? Nee, da hatte ich schon eine. Kaffee. Mega Bad. Donuts. Habe ich hier schon mal. Ach. Endlich, die Sammlung ist vollständig. Ich wollte gerade wieder gehen. Ich habe hier unten die ganze Zeit gesucht. Moment mal. Warum wächst hier so eine scheiß Blume? Naja, egal.
Hallo Adrian. Das müssen genug Blumen für Adrian sein. Oh, vielen Dank. Das ist wirklich toll. Ich glaube, mein Bruder hat die Wahrheit über dich erzählt. Ach ja, denkst du das? Ja, wir sollten öfter was zusammen unternehmen. Verliebt. Bauchnabel und Brustwarzen sind Herzen. Du bist verliebt und brauchst nicht viel. Du brauchst weniger Energie beim Training und weniger Essen. Oh. Warte mal, kann ich ja mal mit dir reden? Plaudern bringt garantiert Spaß. Ja, hallo. Kostet mich Energie und Essen. Genug geplaudert. Ich muss schlafen. Und dann muss ich essen. Ich lass das mal so 5 und 2. Das sieht gerade ganz, sah gerade echt gut aus im Kampf, muss ich sagen, gegen Roy. Und mit diesem neuen Skill brauche ich jetzt auch noch weniger verschiedene Sachen. Weniger Schlaf ist schon mal ganz gut, wenn ich ihn nicht brauche. Wisst ihr was, ich setze mich jetzt doch mal vor die Glotze. Auch wenn ich eigentlich nicht der Freund davon bin. Hui, das geht ja richtig gut. 61%, okay. Aufs Laufband. Und wir brauchen 4 Tage weniger. Das ist gut. Kann ich mich öfter verlieben? Die Schwingen der Liebe sind bestimmt praktisch. Okay, hier sind wir auf einem guten Weg. Jetzt nicht mehr. Ab und an habe ich das Gefühl, kriegt man immer mal ein Trainingskügelchen, was mehr bringt. Wenn man es beobachtet. So, hoch damit. Endlich zahlt sich die Bank mal aus. Stärke 1 ist wahrscheinlich wirklich schlecht gewesen. So sparen wir wenigstens Geld. So, ein klein bisschen noch. Dann gehe ich wieder arbeiten. Natürlich auch essen. Gehen wir erstmal schlafen. Schlafen wir uns aus, dann gehen wir essen. Ich hätte doch eher fernsehen sollen. Ist doch keine Zeitverschwendung. Aber Schlaf ist Zeitverschwendung. Ich wünsche, ich hätte so viel endlos Geld. Oh nein, mir geht das Essen aus. Egal. So. Kann man wieder einen Tag lang arbeiten. Dann machen wir uns jetzt mal an die ganzen Ganoven, die draußen auf der Straße auf uns lauern. Jagd, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt anfangen mal können, endlich mal anfangen können, die zu besiegen. Dann hauen wir Big Bobo in die Fresse. Das wäre auch ganz toll. Casey. Pizza. Fast wieder so ein ganzer Arbeitslohn dafür draufgegangen. So, ich habe fast genug. Einmal noch, dann soll das reichen. Dann bin ich auf jeden Fall ein attraktives Ziel für alle. Und dann habe ich auch genug Geld, um mir Pizza zu leisten. Und der Verliebtstatus erlischt schon. Das ist natürlich nicht so gewollt eigentlich. Und wir werden überfallen. Her mit dem Geld! Fang mich doch! Du bist nicht schnell genug, du musst kämpfen. Ich weiß immer nicht. Ich hätte gleich kämpfen sollen. Wo ist das denn?
Gut geblockt, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er den Angriff erfolgreich abfasst. Erhöht aber auch deinen Energieverbrauch. Powerblock, wenn der Angriff deines Gegners erfolgreich geblockt wird, erhöht sich vorübergehend deine Stärke. Haken. 12 an Schaden, du leck mich da am Arsch. 10, 2, 12, 5. Probier mal's. Ich hoffe, es klappt gegen Dewey. Er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Ausdauer als wir und weniger Genauigkeit, aber auch mehr Energieregeneration. Hui! Das machen wir wenigstens ein bisschen Schaden, wenn wir treffen. Und jetzt kriegt er auch richtig Schaden anscheinend. Und seine Ausdauer ist am Boden. Ja, Dewey kriegt auf die Fresse. So muss das sein. Na, endlich funktioniert der Block. Anscheinend funktioniert das nicht mit Stärke 1. Und er lag am Boden. Er kriegt 4 Schaden, wenn er daneben schlägt. Das ist gut. Endlich passiert das mal. Ich hatte das Gefühl, das funktioniert nicht. Funktioniert auch nicht immer anscheinend. Ui. Ach, jetzt mit einmal Stärke 2 und wir sind so super mit einmal. Und nochmal. Gut. Endlich. Du gewinnst und wir kriegen Laune. Das ist gut. Und 2 Kekse. Du solltest vorsichtig sein, wenn du so viel Geld mit rumträgst. Ja, leck mich doch. Ich hau jetzt alle auf die Fresse. Heute habe ich keinen Bösewicht im Angebot. Aha. Was machen die hier unten? Schlafen und ich glaube, da muss ich nochmal mit Adrian reden. Die Frau mit dem Männernamen. Eigentlich muss ich auch gar nicht trainieren heute. Ich habe den gerade so gut weggehauen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich mich gleich wieder verlieben? Adrian, du bist so wunderschön. Ich bin so glücklich, wenn ich bei dir bin. Sind wir wirklich zusammen? Für mich scheint es so, als hättest du nie Zeit für mich. Das verstehe ich wirklich. Ich werde nie mehr Mühe geben. Okay, plauder mal ein bisschen. Ja, ich habe mir vor kurzem das Knie gestoßen. Ja, ist ein blauer Bleck geworden. Oh ja, biete ich mir an. Du geiles Stück Fleisch. Ja, genau. Nein, ich war nicht abgelenkt. Es geht mir nur um dich. Nicht um deinen Körper. Alles gut, ja? Ja, wie lange muss ich denn das machen? Ich hab Muskeln, sieh nur. Ja, du bist so wunderschön. Ach, leck mich doch! Was kostet ein Geschenk? 40! Okay. Ich habe ein Geschenk für dich. Hier, $40. Ach, das ist so süß. Vielen Dank. Oh, du bist so süß. Ah, sie hat Herzen. Ach, Liebling, ich bin auch glücklich, denn du hast mir $40 gegeben. Ich hoffe nur, dass ich glücklich wichtiger bin als das Kämpfen. Natürlich, werde ich immer Zeit für dich haben. Ah, ich verstehe. Schwing der Liebe, deine Liebe wird erwidert. Jetzt musst du nur noch genug Zeit für sie haben. Wieso ich eigentlich? Wieso muss ich der Frau eigentlich was kaufen? Kann die nicht auch was machen? Also ich meine, meine Frau arbeitet auch. Ich habe sogar noch Zeit für Let's Plays nebenbei und... Ja. Lassen wir das alles mal so dahingestellt. Jeder muss selbst wissen, wie er mit seinem Liebesstatus umgeht. Ich persönlich hätte damit ein Problem, wenn das mehr so eine einseitige Liebe ist. Weil ehrlich gesagt, die Frau steht bloß da und macht nichts. Jetzt haben wir schon $300. Ich glaube, ich sollte wirklich langsam vorsichtig sein, wenn die jetzt umgehauen werden von jemandem. Sei gegrüßt, mein Held. Ich hau mal Silber um.
Ich kann jetzt irgendwie die große Fresse haben, weil ich gerade den Kampf gegen den Verbrecher gewonnen habe. Ah, diesmal sieht es nicht mehr so super aus, weil ich deutlich weniger angreife. Oh, jetzt okay. Gerade das Knie in die Fresse gehauen. Ah, trotzdem.